Moin Leute, heute geht's um Natrium-Ionen-Akkus und gefühlt sind die schon seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch. Man hat immer das Gefühl, jetzt ist es soweit. Die sind umweltfreundlich, Rohstoffe sind vorhanden, die funktionieren bei tiefsten Temperaturen und vor allem, die sind verdammt günstig. Man kann es jetzt Super-Akku nennen, kann man machen, muss man aber nicht, egal. Was es genau damit auf sich hat und ob diese Akkus jetzt wirklich das Potenzial haben, die Lithium-Vorherrschaft irgendwie abzulösen, oder auch, wie die weltweite Entwicklung eigentlich aussieht. Also wo stehen wir denn jetzt eigentlich im Moment? Das ist ja im Prinzip die große Frage. Das seht ihr in diesem Video. Moritz aus meinem Team hat heute die Recherche übernommen und Tom Bötticher hat uns hierbei auch sehr unterstützt. Also hier schon mal vielen Dank. Er hat auch zwei Beiträge hier heute. Also los geht's. Ja, kurzer Break für den Sponsor des heutigen Videos und das ist Incogni. Als sie angefragt haben, dachte ich mir erstmal, was ist das denn für ein Quatsch? Aber schnell wurde mir klar, dass sie sich um eins der größten Probleme unserer Zeit kümmern und das sind Datenbroker. Datenbroker sind Firmen, die deine Daten sammeln und weiterverkaufen. Oft ohne dein Wissen oder deine Zustimmung. Ein sehr extremes Beispiel dafür ist der Facebook-Cambridge Analytica-Skandal. In den 2010er Jahren sammelte das britische Beratungsunternehmen Cambridge Analytica über eine App namens This Is Your Digital Life Millionen von Daten von Facebook-Nutzern ein. Da wurde die Facebook-Plattform benutzt, um Daten über Benutzer und deren Freunde zu sammeln, und zwar ohne deren Wissen. Und so entstanden wirklich psychografische Profile, die in politischen Kampagnen unter anderem für Ted Cruz und Donald Trump genutzt wurden. Und diese Daten wurden verwendet, um gezielte politische Werbung zu schalten und Wähler so zu beeinflussen. Facebook selbst gab zu, dass bis zu 87 Millionen Profile betroffen waren. Und im Jahre 2018 brachte ein Whistleblower diese Praktiken ans Licht. Und der Skandal führte dazu, dass Facebook mit einer Rekordstrafe von 5 Milliarden Dollar belegt wurde. Ja, was ist das Problem? Ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Also ihr seht hier, die Nutzung solcher Daten kann sogar demokratische Prozesse untergraben. Es kann die Privatsphäre von Nutzern massiv verletzt werden. Und du merkst nicht mal, wie die Daten gegen dich verwendet werden. Wenn solche Daten in die falschen Hände geraten, kann auch noch schnell Identitätsdiebstahl und so weiter dazukommen. Also es ist wirklich kein Spaß. Was macht Incogni jetzt dagegen? Incogni kontaktiert Datenbroker in deinem Namen und fordert die Löschung deiner Daten. Und wenn die Broker sich wehren, setzt Incogni auch nochmal nach. Ich bin selbst dort und ihr seht, die haben 45 Löschungsanträge rausgeschickt und 33 davon sind schon durch. Und ganz ehrlich, jeder gelöschte Eintrag freut mich mega. Mit dem Code AKKU bekommst du 60% Rabatt auf den Jahresplan und du kannst Incogni 30 Tage lang risikofrei testen. Bist du nicht zufrieden, steigst du einfach wieder aus. Und jetzt zurück zum Thema. Erstmal ganz grob, wie unterscheiden sich eigentlich Natrium-Ionen-Akkus von gängigen Lithium-Zellchemien? Und dazu gibt es hier als Übersicht so ein Spinnendiagramm, das Natrium-Ionen-Akkus grob mit den beiden gängigen Lithium-Akkutypen NMC und LFP vergleicht. Ein solcher Vergleich ist immer sehr schwierig, da es sehr viele unterschiedliche Natrium-Ionen-Typen gibt, aber auch Lithium-Typen. Auch zum Beispiel bei NMC gibt es sehr unterschiedliche Typen. Gängig ist jetzt zum Beispiel NMC 811 und genau darauf beziehen wir uns auch. Okay, ein Hauptvorteil von Natrium-Ionen-Akkus ist auf jeden Fall der Preis. Durch die breit verfügbaren Materialien sind sie einfach deutlich günstiger und Prognosen reichen hier je nach Quelle so von 10-20% geringeren Kosten über 20-30% und teilweise bei sehr, sehr optimistischen Szenarien dann 40% Ersparnis gegenüber Lithium-Ionen-Akkus. Warum unterscheiden sich diese Schätzungen so krass? Also erstens mal muss man natürlich immer gucken, gegen was wird jetzt verglichen und zusätzlich ist es halt noch so ein Ding, dass man hier eine Szenarienrechnung macht. Das heißt, man weiß eigentlich noch nicht genau, wie die Rohstoffpreise oder die Technologie sich wirklich entwickelt, aber auch inwiefern sich jetzt große Anlagen durchsetzen oder gebaut werden. Das sind dann sogenannte Skaleneffekte und daher gibt es hier unterschiedliche Schätzungen. Generell wird aber davon ausgegangen, dass sich diese auf jeden Fall deutlich kostengünstiger produzieren lassen. Wie viel das dann am Ende wirklich ist, das werden wir dann halt sehen, wenn es soweit ist. Ein weiterer großer Vorteil ist die relativ hohe Sicherheit, also das thermische Verhalten, die bereits sehr sicheren LFP-Akkus tatsächlich nochmal übertrifft und das liegt vor allem daran, dass die verwendeten Materialien nicht so reaktionsfreudig sind und auch bei hohen Temperaturen noch relativ stabil sind. Und das führt dazu, dass die Akkus noch brandresistenter sind. Und in der anderen Richtung sorgt die hohe Stabilität auch dafür, dass sie bei sehr tiefen Temperaturen auch noch eine gute Performance abliefern. Das ist zum Beispiel im Vergleich zu LFP-Akkus sehr, sehr wichtig, die bei tiefen Temperaturen wirklich gar nicht mehr gut funktionieren oder sogar Schäden nehmen können. Ein großer Nachteil ist die noch geringe Energiedichte. Für die gravimetrische Energiedichte, also quasi wie viel Energie kann ich pro Kilogramm Akku speichern, da findet man aktuell Angaben so von 140 bis 160 Wattstunden pro Kilogramm, was im Vergleich mit LFP und vor allem NMC noch relativ wenig ist. Eine aktuelle Studie, die chinesische Natrium-Ionen-Akkus untersucht hat, kam sogar nur auf eine Energiedichte von bis zu 120 Watt pro Kilogramm und
Allem zum Trotz zum Beispiel behauptet Cattle, also CATL, in seiner zweiten Generation, ja, die haben wirklich schon eine erste Generation, eine Energiedichte von 200 Wattstunden pro Kilogramm zu erreichen. Also wir haben jetzt hier einen ganzen Blumenstrauß an Schätzungen und die Realität wird dann zeigen, was wirklich herauskommt. Aber 200 Wattstunden pro Kilogramm, das wäre schon eine ganz gute Hausnummer tatsächlich, um damit echt mal was anzufangen. Zur Lebensdauer in Zyklen lässt sich momentan noch keine allgemeingültige Aussage machen. Hier kursieren wieder verschiedenste Zahlen. Beispielsweise gibt die amerikanische Firma Natron Energy für die von ihnen hergestellten Akkus von bis zu 50.000 Zyklen an. Und das klingt wirklich absurd hoch, denn selbst wenn man das jetzt zum Beispiel mit den langlebigen LFP-Akkus vergleicht, die nur 4.000 bis 6.000 Zyklen haben, was schon echt viel ist, dann ist das wirklich ziemlich krass. Und deshalb habe ich an der Stelle mal Tom Bötticher zu dem Thema gefragt. Tom, was ist da los? Was ist davon zu halten? Hi Leute, Tom hier. Also, diese 25.000 bis 50.000 Zyklen sind tatsächlich realistisch, aber nur für diese spezielle Zellchemie von Natron Energy. Liegt einfach gesagt daran, dass diese Zellen nur eine geringe Spannung haben und daher nicht so stark belastet werden und daher länger halten. Aber man kann nicht einer ganzen Technologie eine bestimmte Zyklenanzahl zuordnen, dazu gibt es einfach zu viele Arten von Natrium-Ionen-Akkus. Meist liegt die Zyklenstabilität noch unter der von vergleichbaren Lithium-Ionen-Akkus, liegt einfach daran, weil Lithium-basierte Systeme in der Entwicklung einfach einen deutlichen Vorsprung haben. Ein ganz wichtiges Thema bei Akkus ist auch immer, wie schnell diese geladen werden können. Für E-Autos ist das natürlich wahnsinnig wichtig. Hier hat diese Studie zum Beispiel ergeben, dass Natrium-Ionen-Akkus innerhalb von 15 Minuten mehr Energie aufnehmen können als Lithium-Ionen-Akkus. Das hat deutlich kürzere Ladezeiten zur Folge und es wird in Aussicht gestellt, dass ein komplettes Aufladen beim Schnellladen wohl in unter 15 Minuten möglich sein wird. Außerdem können Natrium-Ionen-Akkus problemlos komplett entladen werden, was bei Lithium-Akkus dann teilweise problematisch ist und auch Vorteile für das Lagern und den Transport der Akkus bietet. Aber genug zur Theorie, schauen wir uns mal an, wie die weltweite Marktsituation so aussieht. Als erstes ist dabei immer interessant, was in China gerade so abgeht. Dort ist der Natrium-Ionen-Akku schon ganz schön auf dem Vormarsch, denn fast 90% der Patente im Zusammenhang mit der Forschung an Natrium-Ionen-Akkus stammen aus China. Das sollte uns möglicherweise auch zu denken geben. Aber auch die Fertigung kommt mittlerweile ziemlich in Schwung. Wie so oft ist hier der Batteriehersteller CATL Vorreiter und bereits 2021 wurde von ihnen ein eigener Natrium-Ionen-Akku vorgestellt. Mittlerweile ist auch eine zweite Generation angekündigt, die Natrium mit Lithium-Ionen-Zellen mischt, also ganz einfach gesprochen, und eine Energiedichte dann von 200 Wattstunden pro Kilogramm haben soll. Also da kommt diese hohe Energiedichte her, das hatten wir eben schon mal, jetzt habt ihr die Auflösung. Und das wäre tatsächlich enorm und schon relativ gut. Ein anderer Hersteller baut Natrium-Ionen-Akkus sogar schon in E-Autos ein, der, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist weltweit das erste in Großserien hergestellte Auto mit Natrium-Ionen-Akku und der wird seit Ende 2023 produziert und ist seit Anfang diesen Jahres nach Mittel- und Südamerika exportiert worden. Die nächsten E-Auto-Modell mit Natrium-Ionen-Akkus sollen von BYD kommen und von JMEV. Neben dem Einsatz in E-Autos sind Natrium-Ionen-Akkus aber auch für Großspeicher echt ein Thema. Hier wurden bereits einige in China in Betrieb genommen, die in Zukunft auch noch erweitert werden sollen. Also hier wird es auch sehr, sehr spannend, wie das weitergeht. Für Großspeicher sind natürlich Dinge wie die Zyklenfestigkeit, der Preis, der spielt hier natürlich eine ganz entscheidende Rolle, aber auch die Sicherheit, ne, weil man je nachdem so das System ein bisschen einfacher bauen kann, hier ein ganz, ganz zentrales Thema. Deswegen glaube ich, wird das noch eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Wie ist jetzt so die weltweite Entwicklung? In China ist also schon eine ganze Menge los in Bezug auf Natrium-Ionen-Akkus und der Rest der Welt ist leider noch nicht ganz so weit. Trotzdem gibt es auch hier interessante Beispiele, die Hoffnung für die Zukunft machen. In den USA zum Beispiel hat Natron Energy bereits damit der Serienproduktion von Natrium-Ionen-Akkus bekommen. Da haben wir ja gerade schon zum Thema Zyklenfestigkeit drüber gesprochen, also diese Dinger, die dann 50.000 Zyklen aushalten sollen, die jetzt aber für sehr, sehr spezielle Anwendungen nur gedacht sind. In Europa sind diese Firmen hier unterwegs, also das sind dann Firmen aus Schweden, aus Großbritannien, Frankreich. Und das sind Beispiele für Firmen, die sich wirklich mit der Herstellung von Natrium-Ionen-Akkus beschäftigen. Tiamat verkauft sogar schon in kleineren Maßstäben Akkus für Elektrowerkzeuge und plant langfristig den Einsatz in stationären Energiespeichern und E-Autos. Und in Deutschland hat sich die BMZ Group bereits für 2025 ein Natrium-Ionen-Akku mit dem Namen
NATE angekündigt. Also auch hier ist tatsächlich ein bisschen was los. Und auch Toms Firma ist hier natürlich am Werk, wobei die jetzt eher Zulieferer sind. Ja, und was interessant ist, denn prinzipiell ist die Situation in Europa eigentlich perfekt, um schnell Natrium-Ionen-Akkus produzieren zu können. Also die Rohstoffe sind vorhanden, es sind kaum Importe nötig. Außerdem ist der Herstellungsprozess sehr ähnlich dem von Lithium-Ionen-Akkus und auch die Grundlagenforschung ist durch die Ähnlichkeit der beiden Akkus bereits relativ weit fortgeschritten oder hat zumindest eine gute Basis. Das trifft es vielleicht eher. Trotzdem ist momentan nur ein langsamer Fortschritt zu sehen und ein Grund dafür ist, dass noch nicht genügend Energiespeichermaterialien verfügbar sind. Also obwohl es genügend Rohstoffe hat, mangelt es noch an der Weiterverarbeitung, also an einem Zwischenschritt, wodurch schließlich auch die Forschung ausgebremst wird. An diesem Punkt setzt auch das Startup von Tom an, das heißt Litona, und die stellen jetzt das Kathodenmaterial preußisch-weiß her, das halt einfach wahnsinnig wichtig für den Akku ist. Und das mit einem relativ neuen Verfahren und synthetisieren das und schicken das jetzt an Forschungsinstitute. Und den fragen wir jetzt im nächsten Kapitel auch mal, wie er jetzt die Zukunft dieser Akkus eigentlich sieht. Und jetzt die Frage natürlich, wann wird der Akku hier in Deutschland verfügbar sein? Ihr habt ja eben schon gesehen, dass tatsächlich schon einiges passiert und auch bereits erste Anwendungen am Start sind. Aber fragen jetzt mal Tom, wann werden wir diese Akkus hier irgendwie in einem signifikanten Marktanteil haben? Also wann geht das richtig los? Ja, die ersten Natrium-Ionenzellen sind ja schon kaufbar, aber wann sie wirklich signifikante Marktanteile haben werden, ist schwer zu sagen. Das wird auch davon abhängen, wie sich der Lithiumpreis in den nächsten Jahren entwickelt und wie schnell sich natriumbasierte Zellen weiterentwickeln. Und wann sie quasi gut genug sind, um mit Lithium-Ionenzellen zu konkurrieren. Abschließend lässt sich sagen, dass Natrium-Ionen-Akkus wirklich eine spannende neue Technologie auf dem Markt sind, die auch, glaube ich, nicht eine Luftnummer ist. Also ich glaube, davon, glaube ich, kann man Abstand nehmen. Und die Hauptvorteile sind einfach die breit verfügbaren Materialien, die lokalen Lieferketten, die hohe Sicherheit und auch der geringe Preis. Und das macht sie auf jeden Fall interessant und in Zukunft zu einer spannenden Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus. Wie die Marktanteile am Ende aussehen werden, das kann einfach im Moment keiner sagen. Aber ich denke schon, dass sie eine Rolle spielen werden. Ja, und auch wenn uns China aktuell noch einen Schritt voraus ist, ist es auch schön zu sehen, dass die Technologie in Deutschland und Europa so langsam in Schwung kommt und ich hoffe, dass wir auch hier konkurrenzfähig werden. Also schön weiterforschen, Jungs, und bis dahin macht's gut. Auf Wiedersehen, ciao.